Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Assassin's Creed 3. Joa. Wenn ihr euch fragt, was wir machen die DLCs, die Tyrannei von König Washington. Das hatten wir ja vor, ich wollte ja alles machen von dem Spiel. Nachdem wir das Hauptspiel beendet haben, machen wir natürlich die DLCs, logischerweise. Neues Spiel beginnen, ist komplett blind, noch nie gespielt, habe ich aber eh schon öfter erwähnt. Wir nennen uns wieder natürlich Karger. So, Inhalt wird gespeichert. Bitte schalten Sie das System nicht aus. Nö, mache ich nicht, keine Angst. Episode 1, die Schande. Episode 2, der Verrat. Und Episode 3, die Vergeltung. Natürlich fangen wir mit 1 an. Die Schande. Ich bin gespannt, wie lange die überhaupt gehen. Ich habe keine Ahnung, Freunde. Power Corrupts. Corrupts, keine Ahnung. Absolute Power. Was geht da ab? Ich habe nicht mal eine Ahnung, warum es überhaupt geht in den DLCs. Das ist es ja. Irgendwas mit König Washington, das ist schon klar, aber... mehr weiß ich nicht. Ich bin selber gespannt. Adonagedon. Adonagedon, wach auf. Adonagedon, steh auf, wir müssen gehen. Mutter, was machst du denn hier? Träumst du etwa noch? Wir kamen zusammen her. Und nun müssen wir gehen. Ich dachte, du wärst tot. Doch du bist hier. Ich bin hier. Ich war doch immer hier. Ach, geht es dir gut? Sogar mehr als gut. Nun, dann komm. Ich hörte einen Schrei auf Ganyan Geha, ganz nah. Wir müssen sehen, was dort los ist. Ja, mich wundert auch, wie du angezogen bist, nicht nur dich. Dürfte ein Traum sein oder sowas, ne? Weil die Mutter ist ja tot, die kann ja nicht wieder da sein. Das könnte alles meine Schuld sein. Was ist deine Schuld? Was hast du getan? Boah, Freunde, ich bin geflasht. Was geht hier ab? Ich bin ratlos. Ich folge hier einfach mal und dann werden wir schon sehen, was da los ist. Halt, ich will doch hier... geh ja hoch, ja. Aha. Da drüben gibt's Streit. Nimm den rechten. Ich werde mir den linken nehmen. Du wolltest die Quelle seiner Macht stehlen. Sie ist nicht die, die ihr sucht. Boah, shit, krank. Boah, geil. Alter. Warum lässt Washington das Grenzland von seinen Männern durchkämmen? Washington? Er sucht jemanden. Eine Eingeborene, die es stehlen wollte. Durch euch findet er mich nicht. Was könnte Washington damit zu tun haben? Er ist nicht mehr Commander in Chief, er ist außer Dienst in Mount Vernon. Eine schöne Fantasie, Radonhagedon. Du weißt, dass Washingtons Machtgier ihm den Verstand raubte. Ich versuchte, ihn aufzuhalten. Und nun richtet sich sein Zorn gegen unser ganzes Volk. Das verstehe ich nicht. Das passt doch nicht. König Washingtons Männer greifen gerade Concord an und sie bringen alle um. Sie suchen nach dir, Canidio. König Washington? Komm. Hätte nie gedacht, dass er so gnadenlos zuschlägt. Sprichst du etwa von Commander Washington? Warum nannte diese Frau ihn König? Viele unschuldige Menschen leiden nun wegen mir. Nicht nur die Dorfbewohner. Wir müssen so viele schützen, wie es geht. Hm.
Sagt uns, wo sie ist, und diese Menschen werden leben. Schweigt weiter und sie brennen. So einfach ist das. Wir wissen nicht, was ihr wollt. Nun gut. Bitte, bitte. Da drin sind doch Frauen und Kinder. Seid ihr denn Monster? Tut das nicht. Ihr hattet eure Chance. Aber König Washington ist doch eigentlich nicht so ein Arschloch eigentlich. Ich weiß schon, dass er mal das Dorf angegriffen hat, aber da war doch Connor noch klein, ne? Deswegen passt das hier gar nicht mit der Zeit. Vielleicht hat das aber auch gar nichts mit der Hauptstory zu tun, ich weiß es nicht. Aha, ja, die macht das schon. Ich muss die überraschen, aber wie? Ich schau gerade, ob ich irgendwie von den Bäumen aus, aber nee. Ja, sehr, ja. Warum soll ich da rein? Warum? Achso, nee, Blödsinn. Da ist nur meine Mutter da drin. Meine Fresse, ich bin ein bisschen außer Übung. Wo rennt der denn hin? Zurück mit dir, dieser Feigling. Alter, wie dumm ist die KI bitte von dem Typen? Geil. Das soll wohl ein Tanz sein, Freundchen. Oh, du bist also von den ganz harten. Ich sehe das schon, ja. Aber jetzt war's das auch mit dem Hartsein. Alter, die Moves sind hier aber anders, ne? Die sind viel krasser, irgendwie voll brutal. Oder bilde ich mir das ein, Freunde? Die sind schon heftig geil. Befreie sie! Das ist alles meine Schuld! Ja, wir hatten auch eine Zeitbegrenzung, so habe ich gar nicht gemerkt, aber wir haben es ja geschafft. Lasst die Stadt so weit hinter euch, wie es geht! Versteckt euch im Wald! Ach, hör auf. Dort! Feuer! Oh Gott, ja, ich vom Beschuss ausweichen, darin bin ich natürlich super. Ich würde mir nie verzeihen, wenn wir sie gewähren lassen. Das ist Wahnsinn. Ich verstehe nicht, was hier vor sich geht. Na, meinst du ich? Ich bin genauso sprachlos und weiß gar nicht, was abgeht. Ach, hör auf, schau wie viele. Das war sehr sinnvoll, Connor, den anzugreifen, der dir gar nichts getan hat. Beziehungsweise noch nichts getan hat. Und dann nicht den zu nehmen, der auf dich zielt. Bam, Alter. Naja, den kann ich ja nicht kontern. Das sind ja Elite hier. Bam. Ja, ohne Schwertchen kämpft sich schlecht, ne? Das ist wie mit dem Essen. Ohne Besteck sollte man nicht essen. Na komm. Was ist da los? Ah, du Schwein, du Blödes. Zack. Ja, da guckst du, ne? Achso, ich dachte, das wäre ein Feind. Das ist ein krasser Move, Alter.
Heftig. Ihr, ich brauche Hilfe. Helft, die Kanonen zu laden. Aha, das wird jetzt voller Beschuss. Das sehe ich doch. Die Armee des Königs rückt vor. Setzt die Kanonen gegen sie ein. Ja. Mhm, daran bin ich schon super geübt, das kann ich. Ich habe mein Leben lang nichts anderes gemacht. So, Moment. Bam. Multiplayer-Musik gerade im Hintergrund. Dum, 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 dum. Naja, ich bin nicht ganz im Takt, aber egal. Yeah. Na, kommt ruhig. Das ist ja voll leicht. Na, lauft ruhig rauf und... Bam. Oh, da hat einer überlebt. So eine Sau. Na, hätte ich lieber die Laufenden nehmen sollen? Ich weiß nicht. Na, die erwische ich aber eh noch. Ach, da auf dem Dach sind ja welche, lol, wie ich die gar nicht gesehen habe. Ey, die schießen auf mich. Doch nicht das schöne Haus kaputt machen. Das ist ja nicht gerade schwer. Ach so, ich sehe schon, da oben habe ich eine Leiste. Ich darf die gar nicht entkommen lassen. Boah, das war ein Double-Treffer. Eine wahrliche Double-Penetration quasi. Nee, die armen Pferde. Ah, oh, der ladet mal schnell. Das muss man ihn lassen. Scheiße, ich bin gleich tot, wenn das so weitergeht. Ja, da gerade der Anführer überlebt von denen. Scheiße, die schießen jetzt auf mich. Schnell, lad schneller. Der lädt wie eine Schnecke. Das ging ja nochmal gut. Zwei Truppen habe ich schon durchlassen, aber ich kann ja nicht auf alles gleichzeitig schießen. Das geht ja nicht. Ah, ist schon vorbei. Sie sind auf dem Rückzug. Es ist getan. Washingtons Truppen ziehen sich nie zurück. Erst sterben sie. Nach Lexington. Von dort haben wir einen besseren Überblick. Ja. Hätte ich ihm nur das Zepter abgenommen. Jetzt rächt es sich bitterlich. Zepter? Mutter, das wird alles immer und immer schwieriger zu verstehen. Ich verstehe gar nichts, um ehrlich zu sein. Überhaupt gar nichts. Ich bekomme null was von der Story mit. Ich weiß gar nicht. Ich weiß nur, dass George Washington König ist und jetzt plötzlich ein Arschloch ist und alle umbringen will. Aber warum und weshalb, check ich nicht. Hey. Habt ihr das gesehen? Das war eine ordentliche Schelle von dem. Aber auch noch eine Rückhandschelle war das. Es wäre schön, wenn den Connor nennen könnte und nicht irgendwie den indianischen Namen von ihm. Das ist ja ein Graus, Alter. Ist ja ein Zungenbrecher ohne Ende.